So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Im letzten Mal haben wir Anor'londo erkundet und Aldrich, den Götterfresser oder so, ja, besiegt. Beim dritten Versuch, glaube ich. War nicht so schwer, aber auch nicht so leicht. War ein sehr schöner Bosskampf und jetzt sind wir hierhin teleportiert worden, aus irgendeinem Grund. Und aufgrund der Tatsache, dass ich weiß, dass in der Demo damals hier ein Boss war, bin ich etwas misstrauisch gegenüber der Sache gewesen und habe erstmal nicht mit dem Weib hier gesprochen, bevor ich gelevelt habe. Und deswegen machen wir das jetzt. Prince Lothric is in your hands. Das habe ich mitbekommen. Please save his soul. Mache ich, glaube Tell ich. him what he must be, a lord. Becken der Gelübde. Also doch so quasi das Lord Vessel. Nur ein anderes. Das ist doch kein Bosskampf. Okay. Genau der. Dance of the Frigid Valley ist der einzige Name, den ich bis jetzt kannte. Den deutschen Namen kannte ich noch nicht. Und ich wusste nicht, dass es weiblich ist. Das sehe ich jetzt erst am deutschen Namen. Das ist eine Überraschung, finde ich. Naja, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Für mich schon jedenfalls. Naja, aber im Endeffekt macht es auch keinen Unterschied, denn ich kann die eh nicht unterscheiden, ob sie männlich oder weiblich sind, die Bosse. So, Estus trinken und los. Und bla. Reden ist schwer. Und das war schon mal nicht getroffen. Und der Schaden ist ganz okay. Okay, was ist das jetzt? Das war viel Schaden. Der Schaden ist schon mal nicht ganz okay. Mann, Mann, Mann. Okay, schnell heilen, schnell heilen, schnell heilen. Das war echt kein guter Ort zum Heilen, glaube ich. Nochmal heilen. Es laggt. Das ist vorbei, der Lag. Und hinrollen. Und, oh mein Gott, ich weiß immer noch nicht, was ich tun soll. Also, ich sollte vielleicht angreifen, aber das ist so scheiße. Ja, so scheiße ist das, genau. Okay, das war schon mal nicht gut. Das ist okay. Schön. Und jetzt nochmal drauf. Wupp, wupp. Okay, fuck. Heilen. Und noch eine Attacke. Hier, das war nochmal nicht getroffen. Grandios. Okay, das braucht wahrscheinlich ein bisschen Übung. Der Bosskampf, glaube ich. Also da werde ich auch auf jeden Fall nicht. Nein, nicht First Try. Auf jeden Fall nicht First Try. Sehe ich jetzt schon an der Anzahl der Estos, sondern an der Anzahl der Leben, vor allem weil noch eine zweite Phase kommt. Die noch schlimmer wird. Denke ich jetzt mal. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwie ist mir das mittlerweile so aufgefallen, dass die zweite Phase meistens schwerer ist als die erste. Aber nur meistens. Manchmal auch leichter. Zum Beispiel beim Baum war die zweite Phase wesentlich leichter als die erste, weil. Oh mein Gott, was ist das? Ja, weil jedenfalls man da ohne die anderen Gegner gekämpft hat und das war extrem einfach auf einmal. Aber so, ansonsten waren die bis jetzt eigentlich immer schwerer, die zweiten Phasen. Und nein, nein, beim hier. Der Kunde des Abgrunds auch nicht. Scheiße, ich bin tot. Heilen. Heilen! Sofort! Heilen! Heilen, heilen, heilen! Nicht zweimal, nicht zweimal, nein, nein, nein. Ich habe aus Versehen fast zweimal gedrückt. Habe ich jetzt noch zweimal? Oh Gott, ich weiß es nicht. Nein, ich glaube nicht. Heilen! Weg, weg! Fuck. Das war der falsche Angriff. Okay. Scheiße. Heilen. Kein Essen mehr. Das wird nichts. Ich gehe mal für den Second Try momentan. Außer ich habe jetzt noch sehr viel Glück, was ich irgendwie bezahlt habe, weil ich habe sehr viel Glück. Ja, jetzt habe ich erst recht kein Glück mehr. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, so einen göttlichen Segen zu nehmen, aber irgendwie ist das bei dem Boss noch unwahrscheinlicher als bei dem letzten, wo ich es gemacht habe. Nein, falsch das Menü. Okay. Ich sag dazu nichts, ne? Ich bin echt gut im göttlicher Segen nehmen, würde ich sagen.
Ich bin darin einfach Profi. Okay. Jetzt ist absolute Konzentration gefragt, Leute. Absolute Konzentration. Das war keine absolute Konzentration. Nein, geh weg. Okay. Fuck! Leute, nein! Leck mich. Leck mich, geh weg. Fuck. So, hier bin ich wieder. Das war echt unglaublich schade, Leute. Das war so schade. Das wäre so schön gewesen. Aber das so am Rande. So, diesmal gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe. Ich habe mal jetzt Feuerresistenz. Keine Ahnung, wogegen sie jetzt schwach ist. Deswegen probiere ich da mal nicht rum mit. Scheiße, ich hätte gerne eigentlich nur Blut drin. Habe ich jetzt irgendwie vergessen gerade. Naja, ich kann ja gerne nochmal versuchen. Jetzt ist es eh nicht mehr First Try. Und sobald es nicht mehr First Try ist, ist es nichts Besonderes mehr. Von daher kann ich jetzt ruhig noch 10-mal sterben. Das ist mir gerade egal. Naja. Okay. Wupp. Heilen. Ach, hier mal die Seelen mit. Warum nicht? Sind ja doch ein paar gewesen. Also vielleicht auch wieder nicht. Keine Ahnung. So. Sprungattacke. Wegrollen. Nein, nicht wegrollen. Okay. Jetzt aber heilen. Ja, ich bin jetzt definitiv nicht mehr so motiviert wie beim letzten Mal. Das war, oh, das war so gut. Das war so knapp. Und es war, wer der erste, zweite, ich weiß gar nicht, wie viele First Tries hatte ich denn schon? Ich glaube nicht viele, ne? Hatte ich nur, ich glaube, ich hatte nur den Tutorial Boss als First Try. Wenn nicht, dann vergesse ich gerade irgendwas. Ich weiß noch nicht was halt. Aber es kann schon sein, dass ich noch irgendwas anderes für First Try hatte. Ich weiß nur gerade nicht was. Also sonst hatte ich, glaube ich, alles mindestens zwei Versuche. So, ich mache jetzt mal Blut rein. Heilt ja auch ein bisschen. Und ja, füllt mich auf. So. Mehr Leben können nie schaden. Drauf? Nein, nicht drauf. Okay, ich sehe schon. Ja, das war scheiße. Ich merke schon was. Ich mache scheiße. Definitiv richtige Scheiße. Ich bin tot. Oder auch nicht. Aus irgendeinem Grund. Ich habe es aber nicht verdient, noch zu leben. So, rote Kügelchen. Weg. Wobei, das andere Schwert ja auch wieder anderen Schaden macht als vorher, glaube ich, ja sofort. Daher bringt das wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Ich merke übrigens bei dem Boss tatsächlich keine wirkliche zweite Phase. Oder zumindest keine so stark abgegrenzte Phase wie bei den anderen Bossen. Fuck. Ich glaube, ich bin tot. Ja, schade. Okay. So, ich bin wieder hier und des Todes gebufft. So, ich mache jetzt hier das hier drauf. Das macht, glaube ich, Dunkelheit. Und das eine Schwert ist halt Magie oder so. Und das andere ist halt auf jeden Fall Feuer. Und das heißt, es bleiben eigentlich nur Blitz und, Blitz und Dunkelheit. Deswegen probiere ich die beiden Sachen mal aus. Mache ich mehr Schaden? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie viel ich vorher gemacht habe. Aber vielleicht mache ich jetzt mehr, vielleicht auch nicht. Naja, und wenn nicht, dann nicht. Ich sollte es vielleicht irgendwie überprüfen, weil sonst bringt mir das echt nicht viel, das Ausruhen. Aber, naja, was soll's, ne? Was soll's? Und ich glaube, ich sterbe gerade. So, jetzt kann ich direkt das hier nehmen. Heil dich schneller mal. Danke. Das heilt auf jeden Fall langsamer als Estus. Okay, merken wir uns das lieber mal für den Fall der Fälle irgendwann. Stich! Die Stiche sind echt ein bisschen zu riskant. Ich sollte vielleicht weniger damit um mich werfen, quasi. Weg, weg. Aus der Generation habe ich auch gestärkt. Oder hält das noch an? Ich weiß es gar nicht. Naja, was auch immer. Und sie dreht sich auf jeden Fall gerade. Shit, 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 shit. Heilen. Und hin und her. Nein, kein Stich. Stich war dumm. Es macht auf jeden Fall weniger Schaden. Okay, der Buff ist ausgelaufen von der Waffe. Und es macht auf jeden Fall wesentlich weniger Schaden. Nein, wesentlich nicht, aber ein bisschen. Okay. Aber es macht keinen so großen Unterschied, tatsächlich. Leider. Okay. Ich buff gleich nochmal meine Abwehr. Das sind meine letzten Käferchen von diesen. Oder Kügelchen. Was ich weiß es sind. Ich habe nicht drauf geguckt. Käferkügelchen, okay, beides also. Oh mein Gott, ich hatte beides recht. Wow. So, Estus. Ich weiß nicht, warum ich gerade nachgucken kann, aber das war eigentlich echt dumm. Also wie das hieß. Ah, hin. Ich glaube, das ist echt eine Verschwendung, das gerade noch einzusetzen, weil das war echt das Letzte, was ich davon hatte. Scheiße! Nein!
Heilen. Heilen. Wupp. Fuck. Mal drauf. Heilen. Fuck, das war keine gute Idee, das Heilen. Scheiße, Mann. Jetzt fuck ich doch noch gegen Ende, oder was? Ich merk schon. Jetzt kommen hier die ganz dummen Fehler. Hingrollen. Drauf. Drauf, nein. Zwei ist es noch. Komm, schaffst du Toaster. Zwei Estos sind genug dafür. Zwei Estos sind jetzt genug dafür, auf jeden Fall. Okay, sie dreht sich. Lass sie drehen. Renn am besten weg. Nein, das wollte ich nicht. Toaster, was machst du denn? Ich wollte das. Warum gehst du wieder zurück? Hä? Ich hab doch gar nicht. Ich hab nach unten gedrückt. Und ich dachte, hä? Es geht gar nicht. Hä? Wieso ist es plötzlich wieder zurückgesprungen? Das geht doch gar nicht. WTF, mal ganz im Ernst. Selbst wenn ich nach oben gedrückt hätte, dürfte es eigentlich nicht zurückspringen. Das ergibt gar keinen Sinn. Okay, meinetwegen. Dann nimm mal dein letztes Essen, obwohl du es gerade nicht brauchst. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist es vorbei hier. Danke, meine Fresse. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen mit den Buffs übertrieben, aber es ist mir gerade relativ egal. Vollkommen scheißegal ist es mir. Sie ist eine Tänzerin. Gibt es jetzt hier ein Bonfire? Wie bei jedem anderen Boss auch? Ja, danke. Okay, was hat mir das jetzt gebracht? Ich bin mir echt nicht sicher. Bis jetzt nur sehen. Und ich würde sagen, ich reise ganz kurz zum Verbandschrank weg. Ich komme gleich hier wieder hin und bla bla. Da oben ist eine Leiter. Gucken wir uns das gleich mal an. So. Book Lothric. Ist es ein Spoiler etwa? Ich habe so das Gefühl, das war ein Spoiler. Also kann ich jetzt hier irgendwie... Dachte ich mir fast. Sehr schicke Statue, die erstmal aus dem Hals blutet und den Kopf verliert. Naja, was soll man machen? Die Leiter hatte ich ja irgendwie schon lange entdeckt, also ich habe es nicht erwähnt, aber ich hatte die schon vorher gesehen irgendwann. Und dachte mir schon, dass man dann irgendwann mal auch hier langkommt. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? Oder hatte ich es doch erwähnt? Ich weiß es nicht mal. Ist schon etwas her, dass ich hier war. War so Part 3 oder Part 4? Keine Ahnung, deswegen. Scheinbare Wand voraus. Probieren wir das doch mal. Echt nicht? Nee. Nicht voraus, scheinbare Wand. Schön. Vielen Dank für die Wahrheit, würde ich sagen. Gehen wir noch nach links, bevor wir weiter geradeaus gehen. Vielleicht sehe ich ja noch was Tolles. Arme Seele voraus, okay. Abkürzung. Von der anderen Seite, dachte ich mir fast. Wäre auch etwas seltsam, schon eine Abkürzung zu finden, weil ich habe irgendwie noch gar nichts gemacht. Okay, da geht's auch lang. Okay, ist auf jeden Fall noch ein neues Gebiet. Das war ja zu erwarten, dass hier ein neues Gebiet ist, aber ist ein neues Gebiet. Ein größeres wahrscheinlich. Dann gehe ich doch mal hier lang. Warum auch nicht? Erstmal den Weg geradeaus. Ist wohl das Sinnvollste. Hallo? Du willst kämpfen? So sieht's doch aus. Hallo, Anwesen bitte. Danke. Das war keine Webmart. Warum machst du deine Webmart nicht, obwohl ich es sage? Meine Fresse, das ist echt... Nee. Hat nicht so funktioniert, wie es sollte, okay? Wirklich nicht. Was passiert hier gerade? Ah, ein Priester oder so. Ein Heiler halt, ne? Erika, ich bin tot. Man sollte vielleicht auch mal denken, während man kämpft, würde ich sagen. Man sollte wirklich mal denken, während man kämpft. Der Kleriker hat mich abgelenkt. So, war ja kein allzu langer Weg, also bin ich schon wieder hier. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das lösen. Hier am dümmsten... So, ich logge erstmal den an, wie beim letzten Mal. Diesmal vielleicht mit der Webmart. Danke. Machst du auch mal, was ich will. So. Und dann wird hier geheilt natürlich, was auch sonst. So. Schön platzierter Stich.
Weg. Ja, okay, macht auf jeden Fall eine Menge Schaden, deine Angriffe. So, tot. Kleriker kriege ich wohl hin, ne? Du kannst wohl nicht allzu viel, hoffe ich. Ja, natürlich nicht. Den könnte ich natürlich auch einfach zuerst töten, aber nö. Wäre ja alles zu einfach. Hey du, was machst du da? So ein bisschen rumliegen? Seelen eines entmutigten Ritters. Ja, ja, so siehst du auch aus. Okay. Okay, ich geh jetzt mal hier lang. Da ist irgendwie ein Schalter. Oder, obwohl. Ha, dachte ich mir fast. Ist ein Fahrstuhl, ja. Kommt man dann von der anderen Seite. Was weiß ich. Von oben oder unten halt irgendwie dran. Naja, dann halt erstmal hier rum. Hey du. Du mit deinem komischen, großen Schild. Da ist jemand hinter mir. Irgendwo. Da sind, ja, Kleriker auf jeden Fall. So. Oh, scheiße, da ist noch einer. Das ist nicht gut, dass da noch einer ist. Definitiv nicht. Nein. Fuck. Fuck, ich bin hier ein bisschen eingeengt gerade. Bisschen. Heilen. Also ich. Nicht der Kleriker. Fick dich. Auf Wiedersehen. Da ist noch einer hinter der Säule. Sehr schön. Ich, ja, ich laufe gerade ein bisschen ins Rushen über. Ja, ich gehe nicht ins Rushen über, ich laufe ins Rushen über, sonst wäre es auch kein Rushen, nicht wahr? Hier ist nämlich auch schon das nächste Leuchtfeuer. Das war schnell. Das war sehr schnell. Das ist fast ein unnötiges Leuchtfeuer. Fast, aber auch nur. Beschweren will ich mich dann doch noch nicht. Ich lasse die da mal in Frieden und guck mal hier auf dem Balkon vorbei, oder was auch immer das ist. Ja, hier kann man auch nach unten gucken, auf jeden Fall. Das ist schön. Und da kann man runterspringen. Ah, dafür ist der Weg also da. Das ergibt Sinn. Oder so. Man könnte natürlich auch einfach eine Leiter da einbauen. So hier, ne? Die man nicht dann hier runterkicken könnte. Dann müsste man das Leuchtfeuer, wie gesagt, weglassen. Das wäre halt auch irgendwie eine intelligente Lösung. Aber, na, meinetwegen. Dann spannen wir uns halt irgendwie ein paar Sekunden Laufweg. Ist ja nicht schlimm, ne? Also ich beschwöre mich echt nicht nur. Ist halt ein bisschen unruhig, das Leuchtfeuer, finde ich. Mimik, nicht wahr? Nein. Tatsächlich keine Mimik. Heftig. Aha. Gebetssachen. Interessant. Seit wann hat der Himmel diese Farbe? Habe ich irgendwie die Tageszeit geändert wie in Bloodborne? Weil da kann man ja auch irgendwie die Tageszeit ändern. Oder ist es gebietsspezifisch hier gerade? Dass die Farbe des Himmels hier gerade nur so hier halt ist, was ich. Kann ja auch sein. Keine Ahnung. Nur hier ist der Himmel halt gerade auf jeden Fall definitiv anders und so. Und das ist halt irgendwie. Was bist du? Du bist ein fliegender Baum, okay. Okay, interessant. Liegt hier was? Ja, dort ist was gedruckt, hab ich gesehen. Super, brauche ich bestimmt. Ich glaube nicht. Auch wenn meine Ausrüstung nicht die beste ist, vielleicht doch. Naja. Ach du heilige Scheiße, was ist denn da passiert? Okay. Ich glaube, ich habe irgendwie die Welt zum Untergehen gebracht. Ich weiß nicht, was ich getan habe genau. Also welcher Boss das genau gemacht hat. Aber ja, anscheinend habe ich irgendwas zerstört. Und in Anderlundum müsste ich auch noch weiter können hinter dem Boss. Da war auch auf jeden Fall noch Nebel an den beiden Fahrstühlen, die da waren. Also hinter dem Bossraum halt. Das heißt, da müsste es eigentlich auch noch weitergehen. Naja, aber wahrscheinlich ist er entweder ein optionales Gebiet oder einfach nur ein ganz kleines Gebiet. Auch optional, aber halt sehr klein und kein komplettes Gebiet. Ihr wisst, was ich meine. Oh, fuck. Weg. Okay. Scheiße. Ah, fuck. Okay. Und nochmal heilen. Ja, ich mag dich nicht. Ich mochte schon deine langsame Variante von unten nicht. Also von der eigentlichen Stadt. Fuck, Mann. Ich meine, der macht halt immer noch viel Schaden und ist halt schneller und scheiße und fuck. Und viel Leben hat er auch noch. Alles kacke. Aber dann würde ich an dieser Stelle sagen, was ist mal für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da und ja, schade, dass sie nicht Verstry war nochmal. Das kann ich nochmal anmerken. Und naja, tut mir leid, dass momentan dann nur jeden zweiten Tag wahrscheinlich ein Video kommt. Es wird auch bald mit Sword and Sanctuary weitergehen. Im nächsten Part wird am Anfang die Zusammenfassung des letzten Streams sein. Und ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Jupp. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.